Ja, und dann kommen wir erstmal zu den Herren, die wir hier sitzen haben. Und zwar, ach so, die anderen haben wir gerade drin, Entschuldigung. Bernd Babel, Geschäftsführer der Handwerkskammer Berlin. So richtig, ja? So ist das richtig. Gut, und auf der anderen Seite, da haben wir Herrn Nils Busch-Petersen, ein starker Name, gefällt mir. Ich lese mal auf, was hier steht. Diplom-Jurist, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes des Einzelhandelsland Berlin e.V. Ein ziemlich langer Name. Gut, Grund dieser Sendung ist ja ein sehr ernstzunehmendes Thema. Es gibt einige Leute, die werden sagen, also mir persönlich ist es Schnuppe, interessiert mich schon kehrig. Und zwar geht es um Mieten, aber nicht um die Wohnungsmieten, da wird ja zurzeit sehr viel drüber debattiert, sondern um die Gewerbemieten. Ja, und wie gesagt, einige werden sagen, ist mir eigentlich egal, aber die Leute da bezahlen müssen unten in dem Laden. Bloß die Wirtschaft lebt im Großen und Ganzen vom Mittelstand, also von den kleinen Unternehmen, nicht von den Riesenunternehmen wie Siemens, sondern tatsächlich von den Leuten, die morgens um 6 Uhr aufstehen und abends um 11 Uhr wieder ins Bett gehen oder um 12 Uhr. Die bringen eigentlich das große Geld. Und jetzt diskutiert ja die Bundesregierung darüber, wie kann man nur Geld machen, nachdem wir ja 5 neue Bundesländer haben. Wie kriegen wir da Knete rein? Steuererhöhungen, das haben wir, sind wir alle von betroffen, alle dürfen mehr Miete zahlen und. Aber wie gesagt, eine Gruppe ist da, für die gibt es eigentlich keine direkte Lobby. Das sind die mittleren Unternehmer. Ja, und die haben Riesenprobleme momentan mit den Gewerbemieten. So, fangen wir gleich mit Herrn Nils Busch-Petersen an. Sie vertreten den Einzelhandel, das heißt also den Milchmann an der Ecke. Ja, und wen noch? Also in Berlin vertreten wir als Gesamtverband des Einzelhandels mit dem furchtbar langen Namen, wie Sie schon sagten, auch ein sehr breites Spektrum. Also teilweise vom ambulanten Händler und dem Milchmann an der Ecke bis hin zu den Warenhäusern und den Filialisten im Lebensmittelbereich. Mhm. Eigentlich alles sehr bunt gemischt. Aber in Fragen der Gewerbemieten sind sich da eigentlich auch alle Unternehmensformen einig, dass diese rasante Steigerung, die sich im Moment in Berlin vollzieht und überhaupt in allen neuen Bundesländern ja genauso vollzieht, sich einordnet in die ohnehin schwierigen und schlechten Rahmenbedingungen für den Einzelhandel und auf jeden Fall geeignet ist, die Herausbildung eines Mittelstandes im Osten zu gefährden und andererseits den Mittelstand, der sich in, sagen wir, den westlichen Bezirken Berlins in den letzten Jahren herausgebildet hat, auch unter den besonderen Bedingungen, die damals herrschten, auch in seiner Existenz zu gefährden. Also wir sehen das mit großer Angst und Sorge und erheben deshalb ja auch unsere Stimme überall, wo es geht, gegen diese rasanten Steigerungen. Ja, Herr Bernd Babel, Sie vertreten die Handwerkskammer. Ich sagte eigentlich, dem Normalverbraucher kann eine Schnuppe sein, ob der Handwerker oder der Milchmann mehr Miete bezahlen muss. Auf der einen Seite sagen natürlich viele, wir haben es also in Neukölln zum Beispiel in der Hermannstraße große Probleme, wir haben es in der Schlossstraße große Probleme, selbst am Kudamm haben wir diese Probleme der jeweiligen Mietsteigerung. Wie gesagt, das kann der Normalverbraucher sagen, ist mir eigentlich vollkommen interessiert mich ja nicht. Wo liegt eigentlich das Problem? Und vielleicht sollte man dem Zuschauer mal irgendwo klar machen, warum ist das eigentlich auch ein Problem für den einzelnen Unternehmer? Denn jeder sagt sich ja, wenn er 20 Jahre lang schon existiert, wird er schon so viel Knete beiseite geschafft haben, dass er keine Probleme haben dürfte. Also ich bin nicht sicher, dass dem einzelnen Verbraucher die Gewerbe Mieten Schnuppe sein können und sein sollten. Denn das ist letztlich ein Kostenfaktor, der auf die Preise durchschlägt. Und das ist ein wesentlicher Grund aus der Sicht der Handwerkskammer als Handwerksorganisation, muss man sagen, auch uns kann das nicht Schnuppe sein, denn wir müssen darauf hinwirken im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass Gewerbemieten bezahlbar sind. Und auch da kann man wieder die Verbindung zu dem Verbraucher schlagen. Ich will das mal versuchen, anhand einiger Zahlen zu demonstrieren. Die Handwerkskammer vertritt etwa 21.500 Handwerksbetriebe in der Stadt. Davon entfallen 5.900 auf den Ostteil Berlins. Sehr bedeutsam die Entwicklung des Handwerks im Ostteil. Wir registrieren im Ostteil eine Unterversorgung mit Handwerksbetrieben. Man kann das also unschwer ablesen an dem entsprechenden Koeffizienten über den Versorgungsgrad mit Handwerksbetrieben. Im Westteil der Stadt pro 180 Einwohner ein Handwerksbetrieb, im Ostteil der Stadt pro 250 Einwohner ein Handwerksbetrieb, also nach ehemals Westberliner Maßstäben gemessen eine beachtliche Unterversorgung, die es auszugleichen gilt, auch im Interesse der Verbraucher.
Und auch aus diesem Grunde kann es ihm letztendlich nicht Schnuppe sein, wie sich die Gewerbemieten entwickeln. Ein weiterer Gesichtspunkt, wenn man das mal politisch auch im Hinblick auf die Arbeitsmarktsituation betrachtet, haben wir im Westteil der Stadt etwa im Hinblick auf die Beschäftigten Betriebe in einer Größenordnung mit 12 Beschäftigten, im Ostteil Berlins nur 5 Beschäftigte pro Betrieb etwa. Wenn wir die Angleichung bewerkstelligt haben werden, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Betriebe im Ostteil ähnlich wie im Westteil entwickeln. Das sind erhebliche Arbeitsplatzreserven. Ich will das auch mal noch anhand von Zahlen hier versuchen zu verdeutlichen. Die 21.500 Betriebe beschäftigen etwa 206.000 Menschen in ihren Betrieben und im Ostteil der Stadt alleine nur gut 31.000. Der Rest entfällt auf den Westteil Berlins. Also hier gibt es einen Nachholbedarf, hier gibt es aber auch eine ganz große Chance für das Handwerk, gerade im Ostteil Berlins, neue Betriebe, neue Existenzgründungen. Das kann, um auf Ihre Ausgangsfrage hier zurückzuführen, das kann letztlich dem Verbraucher nicht Schnuppe sein. Existenzgründungen sind wichtig. Gewerbemieten sind wichtig, weil Existenzgründungen natürlich nur bewerkstelligt werden können, wenn bezahlbare Gewerbemieten, also letztendlich zur Regel werden. Wie sieht das aus mit der Entwicklung der Gewerbemieten jetzt im Handwerk? Also wie hat sich das da entwickelt? Wie war es vorher? Welche Mieten wurden da erhoben in etwa? Und wie sieht die Steigerung jetzt aus im Verhältnis dazu? So an einigen Beispielen vielleicht. Ja, wissen Sie, das ist ja eine, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf, das ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit, sehr unterschiedlich. Wir haben das also verlässlich statistisch für den Westteil Berlins in unserem Jahresbericht veröffentlicht und haben das für 1990, also letztendlich letztmalig verifiziert. Da hatten wir so eine durchschnittliche Gewerberaummiete, war etwas über 10 Mark pro Quadratmeter. Den Ostteil Berlins können wir gar nicht heranziehen, nicht? Das war also extrem niedrig. Also wir stellen Folgendes fest, wir müssen das also mal so global in den Raum stellen. Wir haben also nur Indikatoren in Form von Handwerkern, die unsere Beratungsstellen aufsuchen, uns berichten von erheblichen Steigerungen der Mieten. Dies gilt im Übrigen nicht ausschließlich für den Westteil Berlins, sondern auch für den Ostteil Berlins, sondern auch für den Westteil. Nicht? Wenn Sie beispielsweise an einen Bezirk wie Kreuzberg denken, nicht, der in eine völlig andere Situation geraten ist, von der Randlage nicht, plötzlich in eine zentrale Lage, da spielen sich also letztendlich doch Dinge ab, die existenzbedrohend sind. Und wenn ich das vielleicht noch, also insoweit können wir es nicht verifizieren, wir werden also Anfang des Jahres 92, wenn wir wieder im Rahmen unserer Berichterstattung eine Totalumfrage erheben, dann werden wir dies also auch zum Gegenstand unserer Umfrage machen, dann werden wir genaueres wissen. Aber ich glaube, man kann einfach davon ausgehen, dass die Gewerberaummietenentwicklung also derzeit doch eine Dynamik erhalten hat, nicht, die für viele kleine und mittlere Betriebe, und das sind ja unter anderem auch die Handwerksbetriebe, zum Teil doch schon bedrohliche Ausmaße annehmen. Lassen Sie mich bitte noch einen Gesichtspunkt anfügen, um wieder auf den Verbraucher zurückzukommen. Der Verbraucher muss ein Interesse daran haben, dass es auch im Kern der Stadt, bezahlbare Mieten gibt für kleine Handwerksbetriebe, die teilweise ja auch mit dem Handel verbunden sind, nicht mit dem Handel verbunden sind. Das dient eben einfach der Abdeckung der Bedürfnisse der Bevölkerung. Und es können sich also die erforderlichen Existenzen, gerade auch im Ostteil der Stadt, nicht entwickeln, wenn es hier keine Bezahlbarkeit gibt. Wir haben also, Herr Petersen, Sie vertreten ja nun den Einzelhandel und weil Herr Bauer sagte, man kann keine Zahlen in dem eigentlichen Sinne sagen. Wir wissen also, ich hatte vorhin schon angesprochen, Neukölln, Hermannstraße, Schlossstraße und so, da wissen wir, dass also Bäckerläden, zum Beispiel in der Hermannstraße ist ein Bäcker, wir sind aber auch in der Abendschau, wo die Mietsteigerung also die 5- oder 6-fache plötzlich betrugen. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber sagen wir, der hat 1.000 Mark Vorherzeit, sollte er plötzlich 5.000 bezahlen. Und ist klar, der hat vielleicht 20 Jahre sein Geschäft, hat 15 Jahre abbezahlt, ist jetzt vielleicht das erste Mal dabei, tatsächlich 3 Mark aufs Konto zu packen. Und dann kommt so die gewaltige Mietsteigerung, hat die Folge, dass man nur sagen kann, entweder Leute entlassen
oder Feierabend machen. Das ist meine Frage, wo die Möglichkeiten beim Einzelnen liegen. Aber Sie müssten uns eigentlich schon genauer definieren können mit diesen Mietschränkungen, wie das eigentlich bei den Einzelnen aussieht. Das lässt sich deshalb schon schwer, auch für den Einzelhandel schwer sagen, abgesehen davon, dass Sie beim Bäcker immer bei Herrn Babel besser aufgehoben werden, denn der fällt ja nicht in unseren Bereich. Aber es lässt sich deshalb schwer sagen, weil wir ja auch im Einzelhandel nach verschiedenen Lagen differenzieren müssen. Nicht von 1A-Lagen, also absoluten Top-Lagen in einer Stadt, über 1B gibt es dann also ein recht umfängliches Zahlenwerk, alleine um Lagen einzustufen. Und wenn Sie sich das angucken, dann werden Sie merken, dass das hier sicherlich auch die Zuschauer langweilen würde, wenn man das nun alles durchgeht. Tatsache ist, dass wir mit starken Steigerungen in beiden ehemaligen Teilen der mittlerweile ja ganzen Stadt zu tun haben. Prozentual gesehen die größten Steigerungen natürlich im Ostteil der Stadt. Ursache dafür, eine wesentliche Ursache dafür. Wir haben nun mal im gesamten Beitrittsgebiet ungefähr 0,3, einen Anteil also von 33% Verkaufsfläche pro Kopf der Einwohner im Verhältnis zu den alten Bundesländern. Und diese 0,6 Quadratmeter, die da pro Kopf fehlen, denn ungefähr ein Quadratmeter Verkaufsfläche gibt es im alten Bundesgebiet pro Kopf der Bevölkerung, die sind natürlich auch ein Faktor, der die Anfrage steigen lässt. Aber ihr macht jetzt beide, Freundes. Ihr erklärt mal was vom Ostteil. Wir werden ja erstmal zunächst hauptsächlich im Westteil sehen. Wir haben heute den 2.9. Heute wird sich das Abgeordnetenhaus zusammensetzen, um über die Werbemieten zu reden. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jetzt Unternehmer zusehen, die sagen denn, das ist unser Vertreter vom Einzelhandelsverband, bei mir ist die Mietsteigerung 400%. Darüber will ich eigentlich jetzt, dass da irgendwie konkret was gemacht wird. Wenn man beide Seiten jetzt hört, hat man das Gefühl, naja, so dramatisch ist es ja nicht. Es gibt ja eine tatsächlich sehr dramatische Situation. Der Verdacht soll überhaupt nicht aufkommen. Aber wir müssen sehen, die Explosion begann nun einmal wirklich bedingt. Und durch, zwar die durch die Öffnung. Das ist klar. Begann in den östlichen Bezirken der Stadt, ist dort prozentual gemessen an dem, was auch wirklich zu wenig vorher gezahlt wurde, viel höher. Trifft dort Leute sehr, sehr kalt und beseitigt auch viele Existenzgründer, die wenige Wochen erst arbeiten. Und genauso danach, zeitlich versetzt, ging es dann in westlichen Bezirken los, natürlich auch bedingt durch die Entscheidung für die Hauptstadt. Und auch das ist eine dramatische Entwicklung, die selbst alteingesessene Firmen am Kudamm und so weiter vor die Frage steht, ob sie diesen Standort halten oder dort weggehen. Und das sehen wir als genauso gefährlich an und haben das auch in Gesprächen, da wo wir also Einfluss nehmen können, gegenüber dem Wirtschaftssenator oder auch Finanzsenator immer wieder deutlich gemacht, dass es so nicht weitergeht. Denn es sind ja auch genug Häuser betroffen und da nun wirklich mehr im Ostteil, im ehemaligen als im Westteil, die letztlich ja dem Land Berlin gehören oder von ihm noch verwaltet werden, über Wohnungsbaugesellschaften etc. pp. Und wir fordern, dass zumindest diese Einrichtungen, denn auf die anderen können wir nun mal am freien Markt weniger Einfluss nehmen auf Anhieb, vielleicht doch mit Besonnenheit vorangehen und dadurch auch Durchschnittspreise etc. etwas bei vernünftigen, bezahlbaren setzen lassen. Denn wir wollen natürlich auch keinen Kudamm, an dem es nur noch Steakhäuser und Banken gibt. Ja. Die Gefahr sehen die wir. Situation haben die wir Gefahr ja sehen bald, wir in vielen Bereichen, nicht nur am Kudamm, auch anderswo. Dagegen wehren wir uns und wir wehren uns auch dagegen. Und das hat nochmal mit dem Verbraucher zu tun. Und die Situation ist schon so dramatisch, wie auch bisher geschildert. Nicht nur, weil es ein Kostenfaktor ist, sondern weil der Verbraucher ja eigentlich auch doch gewohnt ist, in einer Innenstadt Leben vorzufinden, Schaufenster vorzufinden. Der Berliner macht doch seinen Bummel nicht nur durch die Wälder ringsherum. Ja. Der Berliner geht auch mal gerne so im Kiez spazieren. Und da lebt natürlich eine Stadt auch farbig vom Einzelhandel und nicht von Gardinen und irgendeinem Bankzeichen. Ja, nichts gegen die Banken im Allgemeinen. Nee, aber das will ich mal so deutlich sagen. Und wir laufen Gefahr, dass diese Mieten bezahlbar bleiben im Einzelhandel von einigen wenigen Großen. Und sehr, sehr vielleicht auch noch im Preis geschickter Arbeitenden, weil sie natürlich anders ordern können. Und der mittelständische Einzelhandel, der Facheinzelhandel, von dem eigentlich Einzelhandel in seiner Vielfalt auch leben soll und der ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist, wird rausgedrängt aus den Innenstädten oder vielleicht sogar ganz aus Berlin. Und das kann natürlich nicht passieren. Und das wäre auch für den Verbraucher irgendwann tödlich, weil irgendwann sieht er dann überall nur noch das Gleiche. Das will er ja, weiß Gott nicht. Und da können wir auch appellieren an die Vermieter, auch ihre Lage wird irgendwann uninteressant sein, wenn sich da nur noch Discounter die Hand. Gut, aber denen ist es ja nicht am Ende Schnuppe, wenn wir wissen. Also ich habe zum Beispiel vor Monaten in der BZ eine Anzeige gelesen von so einer, vom japanischen Unternehmen, zahlen bis 1,5 Milliarden für Grundstück nahe Alexanderplatz. Ja, also da wird einem natürlich dann schwindelig bei solchen Sachen. Und wenn wir uns dann überlegen, wie so ein System eigentlich funktioniert, dass man also 25 Jahre zur Grundlage nimmt und darauf kalkuliert, ist von vornherein klar, also für den, der das jetzt nicht begriffen hat, also nehmen wir an, das Grundstück kostet 10 Millionen, oder
übertreiben wir jetzt mal ganz extrem, so wie die Japaner, die 1,5 Milliarden bezahlen wollten, weil die könnten den Fernsehturm kaufen. Ja? Jetzt müssen diese 1,5 Milliarden erstmal so als reine Kosten durch diese 25 Jahre geteilt werden. Umgelegt werden auf die Quadratmeter, dann kommen wir bei dieser extremen Summe auf eine Monatsmiete pro Quadratmeter von 100.000 Mark oder so, damit es überhaupt einfach mal rechenbar ist. Und da liegen eigentlich die eigentlichen Probleme drin. Aber worum es jetzt mir noch geht, ist so, die Politiker eiern ja nur viel rum. Sie können am Ende ja auch nichts sagen. Wollen wir also nicht allzu streng sein? Sie haben nicht sehr viele Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Doch. Na doch, das, nee, haben sie nicht. Das ist ja, die, was sie auch sagten, die freie Marktwirtschaft. Ich kann dem Hausbesitzer nicht vorschreiben, wie viel Geld er verdienen darf oder einnehmen aber darf. Aber ich kann da Einfluss nehmen, wo ich selber Häuser habe, wenn ich mal einwerfen darf. Das ist richtig. Und da das können kann wir den Appell ja wohl erneuern. Da ist es richtig. Aber mich würde jetzt mal interessieren... Vielleicht, wenn ich... Ja, darf ich mal jetzt kurz? Ja. Ja. Mich würde interessieren... Wie sieht es eigentlich aus? Und zwar der Vergleich zwischen der großen Industrie und dem Mittelstand. Ja, von den Einnahmen her. Weil man redet ja immer davon, was bringt das Ganze? Also, dass es Arbeitsplätze bringt, ist die eine Sache. Und wir erwirtschaften ja ein bestimmtes, das sogenannte Bruttosozialprodukt. Und da hat der Mittelstand ja einen riesen Anteil dran. Ne? Ist da nicht irgendwas, ist er eigentlich höher als bei dem Großunternehmen? Also ist klar, wenn Daimler da, ich sage jetzt eine Zahl, ich kenne den Umsatz von Daimler nicht, aber sagen wir 50 Milliarden im Jahr macht, ist das ein schöner Umsatz. Deswegen haben wir als Bürger noch nicht davon, weil die entsprechend auch Objekte haben zum Absetzen. Also kommen ja nicht so viel Steuern rein, während der Mittelstand wesentlich mehr Steuern zahlen muss, weil nicht so viel Abschreibungsmöglichkeiten hat. Also kommt mehr Geld für die Allgemeinheit rein. Wie sieht es denn da aus so mit so einem Zahlenwerk? Und die können natürlich auch das sagen, was sie gerne loswerden wollten. Ja, das wollte ich gerne noch loswerden, nicht? Weil diese exorbitante Mietsteigerung da von Ihnen ins Feld geführt wurde. Ja, ne? Natürlich, das sind also Ausreißer, die es also in wesentliche mäßigterer Form, aber immer noch untragbar für die Betriebe, natürlich auch gibt. Frage von Ihnen war sicherlich oder Hintergrund Ihrer Frage, was kann man dagegen tun? Ne? Mhm. Also wir als Kammern, wir können in diesen Fällen einzelfallbezogen beraten. Ne? Wir können einzelfallbezogen beraten, können versuchen, also hier den Betrieb zu unterstützen, alle Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, auch letztendlich zu nutzen. Wir haben also eine große Betriebsberatungsstelle, wir haben sämtliche Beratungen, also die auch sich auf die Rechtsberatung erstrecken und können also hier Hilfestellung leisten. Diese exorbitanten Steigerungen, nicht, die im Einzelfall möglicherweise auch kollidieren mit rechtlichen Vorschriften, nicht, wir haben also letztendlich die Wucherparagraphen, wir haben also ein Wirtschaftsstrafrecht, nicht, im Einzelfall könnte man prüfen, ob man hier mal über diesen Weg ansetzt, um diese Ausreißer an den oberen Grenzen hier in irgendeiner Weise beherrschbar zu machen. Was kann allgemein getan werden? Es ist von Ihnen bereits angedeutet worden, nicht? Man kann also den Staat, man kann die öffentliche Hand da auffordern, wo sie Einfluss hat. Nicht? Und da ist man uns auch entgegengekommen. Um auf den Ostteil Berlins abzustellen, nicht? Da sind also Empfehlungen über Mietpreishöhen ja vom Bausenat herausgegeben worden. Nicht? Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften vermieten nach diesen Leitlinien. Wobei unser Wunsch immer dahin geht, nicht, dass wir sagen, also die Vermieter sollen sich an den unteren Grenzen orientieren und nicht an den oberen, was wir zum Teil festgestellt haben. Das wäre etwas, was Sie auch in die Diskussion eingeworfen haben, die Marktmechanismen, die sollten also besser greifen können und deswegen unsere Forderung, die Flächen freizumachen, die noch vorhanden sind, nicht zurückhalten, ganz richtig. Hemmnisse dort beseitigen, damit das Angebot größer wird, damit also Marktmechanismen über Angebot und Nachfrage also zu realistischeren und bezahlbareren Preisen führen können. Was wir noch vorschlagen, ist also die Installation von Gewerbehöfen im Ostteil der Stadt, so wie wir es im Westteil der Stadt haben. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wenn die über die öffentliche Hand letztendlich bewirtschaftet werden, dann kann es also dort doch zu vertretbaren Preisen kommen, zur Ansiedlung des Mittelstandes, damit es also zu einem Abdrängen an die Ränder nicht kommt, wie Sie es also in die Diskussion eingeführt haben. Ja,
Um das nochmal aufzugreifen, was Sie zuletzt gesagt haben, nicht? Mittelstand ist also ein zuverlässiger Steuerzahler. Ja. Das ist übrigens auch ein Grund, nicht, der für die Politik Anlass sein sollte, alles, was in ihren Kräften steht, dafür zu tun, dass die Betriebe hier gehalten werden können und im Stadtgebiet gehalten werden können, im Lande Berlin gehalten werden können. Wenn sie ins Umland abwandern, nicht, dann bedeutet das für das Land Berlin auch Steuerausfälle. Man muss dazu sagen, dass das von der Politik auch gesehen wird, nicht die zuständigen Senatsverwaltungen, wie der Unternehmen. Ja, darauf komme ich gleich. Ja, der Wirtschaftssenator hat also uns signalisiert als Kammer, dass er also diese Politik auch verfolgt. Er hat auch das getan, was also in diesem Rahmen möglich ist. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, nicht? Sie haben es auch schon angedeutet, wir haben die Marktwirtschaft. Und die Marktwirtschaft bedeutet, dass man sich grundsätzlich den Regeln unterwerfen muss. Also zu starke Reglementierungen sind auch nicht wünschenswert. Korrekturen da, wo sie möglich sind. Sie können dann einwerfen, wir haben keine freie Marktwirtschaft, wir haben eine soziale Marktwirtschaft und wir appellieren auch immer an die Politik, die Abdeckung, und da bin ich wieder mal beim Verbraucher, die Abdeckung mit Handwerksbetrieben, um in unserem Bereich zu bleiben, ist auch letztendlich eine soziale Aufgabe. Man muss versuchen, im Rahmen des Möglichen und im Rahmen der Möglichkeiten, die unsere Systematik hier eröffnet, regulierend zu wirken. Ja, das Handwerk generell, nicht, ist ja im Hinblick auf seinen Anteil am Bruttosozialprodukt zweitgrößter Wirtschaftszweig, nicht, im Rahmen der bundesrepublikanischen Wirtschaft, ja, zweitgrößter Wirtschaftszweig, nicht, mit einer breiten Angebotspalette von 126 handwerklichen Berufen. Also viele Bedürfnisse des Menschen werden über das Handwerk abgedeckt. Ja, zweithöchster Anteil, ne? Als Wirtschaftsgruppe, zweitgrößte Wirtschaftsgruppe. Ne? Naja, die Industrie, die Industrie, soweit das also auf das Bruttosozialprodukt zu beziehen ist, die Industrie. Also als Einnahme für den Staat, nicht von den Umsatzzahlen her, was die einen Umsatz machen, sondern das, was der Staat an Steuern einnimmt. Nein, was der Staat an Steuern einnimmt, da sagt man der Mittelstand, nicht? Der Mittelstand ist der Mittelstand ist der größte Steuerzahler, deshalb wichtig, nicht? Weil die Industrie ja einen ganz Teil von dem, was an Steuern bezahlt wird, auch über Subventionen letztendlich wieder reinbekommt. Das ist nämlich die Geschichte, um die da geht. Man nützt mir das, also Siemens, um bei dem klassischen bei dieser klassischen Firma zu bleiben, wo er auch hier im Ostteil gerufen wurde. Also Unternehmen wie Siemens müssen gefördert werden und so. Sie modernisieren und bauen Arbeitsplätze auf der einen Seite ab. Zum anderen, das Modernisieren, da gibt es Abschreibungsmaßnahmen. Das heißt also, bevor überhaupt eine Mark in den Steuersack rankommt, werden 10-mal so viel ausgeben, um die zu etablieren. Also während der Mittelstand hat die Möglichkeit ja nicht. Dazu eine Anmerkung, Herr Scholz. Dazu eine wichtige Anmerkung. Also es wird nur gehen, indem der industrielle Bereich sich entwickelt, wenn man das jetzt mal aufs Beitrittsgebiet und hier auf den Ostteil der Stadt bezieht. Ja? Es wird nur gehen, wenn der industrielle Teil sich entwickelt und wenn der Mittelstand sich entwickeln kann. Also entweder nur der eine Bereich oder der andere Bereich, das wird nicht gehen. Nicht? Da gibt es doch Zusammenhänge. Aus dem Handwerk kennen wir das also aus dem Westteil Berlins, die wichtige Funktion des Handwerks als Zulieferer der Industrie. Da, wo sich also Tätigkeiten für die großen industriellen Betriebe aus Kostengründen nicht lohnen, wo man auf die Zuliefertätigkeit des Handwerks zurückgreift, ganz wichtige Funktion für einige Handwerke, wenn Sie daran denken, Maschinenbaumechaniker etwa, Feinmechaniker, diese Handwerke, die zuliefern, im Werkzeugbau etwa, ganz wichtige Funktion mit erheblichen Anteilen an den gesamthandwerklichen Leistungen im Ostteil, völlig am Boden, weil die industriellen Strukturen zusammengebrochen sind. Die Zuliefererfunktion für die Handwerker gibt es nicht. Und deswegen haben wir als Handwerk auch ein Interesse daran, dass die Industrie auch aufgebaut wird. Also es ist ein Zusammenspiel, wenn Sie so wollen, das für uns auch unverzichtbar ist. Aber die Realität, ich will jetzt... Wir sagen die erstmal, warten wir. Nein, also wirklich, es nutzt ja nichts, nun die Industrieschelte abzugeben. Aber der Hinweis ist natürlich berechtigt, dass der mittelständische Wirtschaft, dann nehmen wir mal die Handwerker, dann nehmen wir mal uns, ich kann ja auch hier rufen, wir sind ja nur die drittstärkste Wirtschaftskraft. Der Einzelhandel insgesamt, nun hat er natürlich auch Großunternehmen wohl bekannt, wie auch viele kleine. Aber dass es eben doch der Bereich ist, der
die Staatssäckel am meisten füllt in der Bundesrepublik. Das sollte man trotzdem eben wirklich berechtigt dazu sagen. Aber wenn wir auch nochmal zurückkommen auf die entscheidenden Probleme, und da können wir auch nicht, wenn nun der Großteil der Zuschauer dieses Kanals noch in den ehemaligen westlichen Bezirken sitzen, wie Sie vorhin richtig sagten, wir können da einfach nicht mehr trennen, weil wirklich die Situation entstanden ist dadurch, dass wir nun ein großes Berlin wieder haben und Berliner in einer Stadt sind. Entscheidend ist diese Forderung, die eben auch Herr Babel ausgesprochen hat, mehr Fläche schaffen. Nicht nur können wir nicht unbedingt uns auf Gewerbehöfe mit dem Einzelhandel zurückziehen, aber es gibt auch dort Möglichkeiten, die noch lange nicht ausgeschöpft sind. Mehr Fläche bei großer Nachfrage sorgt also auch dafür, dass die Preise langsam runtergehen, denn letztlich muss man auch in der Marktwirtschaft nicht wieder anfangen, nur noch nach Subventionen und Ähnlichem zu rufen. Auch die Forderung, eine Art Wohngeld zuzuzahlen, wie sie aus Mecklenburg kam, halte ich nicht unbedingt für berechtigt. Aber es gibt wirklich ein Potenzial von zu verwertenden Flächen für den Einzelhandel. Wir haben vor 3-4 Wochen ungefähr mit Senator Meissner diese Rütteltour gemacht, hier durch Pankow, ein paar Straßen weiter, sind wir mal durchgegangen auf unsere Anregung hin und haben mal gesagt, wie viele Läden sind eigentlich ungenutzt, gerade im Ostberlin. Läden, die auch für Einzelhandel geeignet sind, ist nicht mehr jeder, nicht mehr jede kleine Klitsche, aber in der Florastraße standen eben genug Läden ungenutzt herum oder waren mit irgendwelchen Behörden gefüllt, so Tradition von früher. Ich weiß nicht, wo setze ich diese Polizeimeldestelle hin, also Einzelhandel raus, Meldestelle rein. Und solche Sachen, solche Relikte haben wir auch noch. Und auch da kann man schon einiges, nicht alle Probleme lösen, aber einiges mit abfangen. Und dann fordern wir eben auch mehr Fläche für Einzelhandel in diesen Schlafstätten draußen. Nicht? Bisher hatten wir da ein großes Einkaufszentrum und einen Dienstleistungswürfel und diese Clubgaststätte, ob nun Parkblick oder irgendwie, hatten die alle solche Namen. So war das. Und da ging alles einkaufen, bei HO oder Konsum. Nicht? Den einen gibt es noch, den anderen gibt es nicht mehr. Und nun wollen wir natürlich nicht, dass es jetzt ewig so bleibt, dass dort weiterhin nur ein Supermarkt in der Mitte steht, von einem der bekannten großen Anbieter aus dem Food-Bereich. Und ansonsten Mittelstand dort überhaupt nicht hochkommt. Also muss man eben andere Varianten wählen, sagen wir durch Pavillons, das auflockern etc. und mittelständischen Einzelhändlern Chancen bieten. Oder über Shop-in-Shop auch große Hallen umwandeln. Gut. Wir wollen ja das erhalten, was Berlin immer so ausgezeichnet hat. Diese Mischstruktur, Arbeiten und Wohnen, Arbeiten und Wohnen, ne? Die sich also teilweise in idealer Weise hier kombiniert hat. Ne? Und das soll nicht zerstört werden. Genau. Das soll gefördert werden, das bedeutet einmal Bestandsschutz. Und das bedeutet Bestandsschutz für unsere Betriebe im Westteil der Stadt. Und wir brauchen zusätzliche Gewerbeflächen im Bereich des Ostteils der Stadt, damit sich, um das wieder auf das Handwerk zu beziehen, das Handwerk dort so entwickeln kann, wie wir es aus dem Westteil der Stadt gewöhnt sind. Und auch hier muss Bestandsschutz betrieben werden. Und hier muss dafür Sorge getragen werden, dass also verbrauchernahe Handwerke, wie beispielsweise die Fleischer, die sind hier an die Ränder gedrängt gewesen, nicht, zu DDR-Zeiten. Ja. Die müssen jetzt die Möglichkeit haben, nicht, in den Stadtbereich und in den inneren Bereich zurückkehren zu können. Die haben ein elementares Interesse daran. Und das ist das, was wir fordern. Das ist das, was wir fordern, also in den hier genannten Bereichen bezahlbare Mieten. Und nicht nur die Fleischer, wenn ich da einhaken darf, das ist ein Beispiel, mittelständische oder der Rest des privaten Einzelhandels, und der ist ja noch mehr dezimiert worden als auch das Handwerk in den letzten Jahren in der damaligen DDR. Der private Einzelhandel ist auch systematisch aus guten Lagen rausgedrückt worden in die schlechten. In den schlechten soll er jetzt bezahlen wie in traumhaften guten Lagen in München oder so. Also das ist eine gefährliche Entwicklung, und wir setzen uns auch für diese gemischte Struktur ein. Nicht? Sie sagen arbeiten und wohnen, also andere sagen ja gleich zu so etwas leben. Ja. Und das Leben soll sich vor Ort abspielen, natürlich. Und bezahlbar sein, auch für den, der also die Dienstleistung bringt oder die Brötchen verkauft. Mhm. Ja. Dies ist schwer genug, das ist uns allen klar, die veränderte Situation der Stadt. Ich kann dazu führen, nicht, dass die Struktur anpassen. Sie sind ja nur als Vertreter von zwei großen Organisationen hier. Sie sagten, Sie haben mit Herrn Pyroth gesprochen. Herr Meissner, wie sieht es denn aus nun in der Politik? Also, wie gesagt, wir merken doch nur, wenn wir die Zeitung aufschlagen, ich bleibe jetzt mal bei der Hermannstraße. Da ist zum Beispiel die Firma Rietz, eine Fleischerei, da habe ich auch mal gelernt. Der sagt, der macht also zu und ist ein ziemlich alter Betrieb. Da arbeiten eine ganze Menge Leute, das ist im Alter, die Mieten, die steigen über den Kopf, das funktioniert so nicht mehr. So, und der macht so einen Laden zu, sind ungefähr 20, 30 Leute davon betroffen. So viele Arbeitsplätze sind. Jute, kann Tengelmann oder jetzt nicht gegen Kaisers oder Reichelt, der sagt, die könnte dann insofern ausgleichen, aber damit ist ja nicht erreicht. Da arbeiten nur zwei Leute, da sind es wie gesagt 30. Und das lesen wir also jeden Tag in der Zeitung. Und das ist auch so, was der Einzelhandel oder was die Unternehmen überhaupt immer als Vorwurf bringen von der Politik, hören wir eigentlich gar nicht.
Und das ist jetzt, warum wir so schauen, darum sind wir auch so ein bisschen aneinander vorbeigekommen. Weil ich so das Gefühl habe, was sie so sagen, also dass es sind die Probleme da, ja, aber so gravierend sind sie ja noch, ja nicht. Die sind da irgendwo sehr gravierend. Existenziell. Gravierend, das haben sie so verstanden, dass wir sagen, die Probleme sind nicht gravierend. Wir sehen das schon als sehr gravierend an und haben auch unsere Forderungen erhoben und wir haben sie auch hier formuliert, selbst jetzt hier am Tisch. Wir haben auch hier am Tisch unsere Forderungen formuliert. Wir haben das auch der Politik gegenüber formuliert und weil sie gefragt haben, was sagt nun der Wirtschaftssenator dazu? Also der Wirtschaftssenator, der sieht das in gleicher Weise wie wir, dass also das Land Berlin da, wo es Einflussmöglichkeiten hat, dafür Sorge tragen muss, dass es für die Unternehmen, in unserem Fall des Handwerks, zu bezahlbaren Gewerbemieten kommt und dass man versuchen muss, Flächen frei zu machen. Reserven gibt es auch noch, damit die Angebotssituation sich verbessert. Denn die Schwierigkeiten liegen doch einfach auf der Hand. Die Schwierigkeiten sind die, dass sich die Situation der Stadt verändert hat. Die Schwierigkeiten sind die, dass wir uns anpassen an andere Großstadtregionen. Und die Schwierigkeiten bestehen auch darin, dass also hier und da über Gebühr, sagen wir mal, zugeschlagen wird. Ne? Mhm. Das sind ja auch Fälle, die wir zur Kenntnis nehmen. Aber wir können es nicht so direkt verifizieren. Es sind also Fälle, die als Einzelfälle an uns herangetragen werden, aber die sich jetzt in letzter Zeit so verdichtet haben, dass wir einfach davon ausgehen müssen, dies ist ein wesentliches Problem. Es kann ja nicht zufällig sein, dass sich also insbesondere Bezirke wie Kreuzberg und Steglitz, weil Sie Steglitz und die Schlossstraße vorhin genannt haben, also ganz intensiv mit dieser Situation befassen. Also man muss auch im Moment noch eine Tatbestandsanalyse fertigen. Man muss noch mehr wissen über die Situation. Wenn Sie mich zum Beispiel fragen, wie viele Betriebe aus diesen Gründen bisher zugemacht haben, dann kann ich sagen, also es haben Betriebe schließen müssen. Dies gab es im Prinzip auch immer schon. Nicht? Auch immer schon. Aber wir haben das also statistisch noch nicht so erfasst, dass wir sagen können, also es sind also x Betriebe gewesen, die aus diesen Gründen geschlossen haben. Das Problem mit den hohen Gewerbemieten ist im Grunde genommen ein Ereignis, das in diesem Jahr vor einigen Monaten anfing, hier plötzlich über uns zu kommen. Plötzlich über uns zu kommen. Und das ist sicherlich Eile geboten. Es ist sicherlich Eile geboten, aber Sie selbst haben schon darauf hingewiesen, dass es also keine Patentrezepte gibt. Nicht? Es gilt einmal, also die marktwirtschaftlichen Regeln zu beachten, es gilt die Rechtslage zu beachten. Man kann darüber nachdenken, was kann also als Gegenmittel dort von der Politik im Wege der Anregung von Änderungen der rechtlichen Situation getan werden. Nicht? Und da ist ja auch seitens des Berliner Abgeordnetenhauses etwas passiert. Es sind ja Vorschläge gemacht worden, nicht, die darauf hinauslaufen, also dass beispielsweise der Kündigungsschutz für Gewerbemieter erhöht wird. Die sind ja völlig ohne Schutz, nicht? Wenn der Mietvertrag ausgelaufen ist, nicht, dann passiert nichts, nicht? Wenn Sie sich also mit der dann geforderten Miete, vom Vermieter geforderten Miete nicht einverstanden erklären, nicht? Dann müssen Sie sich einen anderen Standort suchen, zuweilen zumachen. Da will man also Verbesserungen herbeiführen. Das ist etwas, was auch von uns unterstützt wird. Nicht? Was von uns unterstützt wird, beispielsweise eine Regel, die da besagt, dass man, wenn man also während der Laufzeit des Gewerbemietvertrages aussteigen will, nicht, dass man also einen Nachfolger dort benennen kann, der vom Vermieter akzeptiert werden muss, nicht, wenn es sich um dasselbe Gewerk handelt, nicht, und die Bonität nicht in Zweifel gestellt werden kann. Das sind Dinge, die wir begrüßen. Da kann man sicherlich Überlegungen anstellen, ob hier die Situation der Mieter im Gewerberaum, Mietbereich zu verbessern ist. Und wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, soweit es also die Höhe der Miete angeht und soweit es die Verfahrensweisen bei der Abfassung der Mietverträge angeht, da kann man also zuallererst hier da einwirken, wo das Land Berlin Zugriff hat. Nicht? Da sind die landeseigenen Wohnungsgesellschaften. Man kann ansonsten an die Vermieter appellieren, möglicherweise auch über ihre Organisationen, ob das also immer sehr fruchtbar ist, dies mag dahinstehen. Aber wir haben auch keinen genauen Überblick darüber, wie läuft es eigentlich? Nicht? Wir haben zwar spektakuläre Fälle, die an uns herangetragen werden, aber im Prinzip gehe ich mal davon aus, dass es auch bei den privaten Vermietern in
der Regel bei einem Großteil der Mietverträge doch noch relativ gut läuft. Nicht? Aber also es sind nicht richtig hinhaut. Es sind in der Zeit zu viele Fälle, ja? Also zu viele Fälle, die diesen, also ich sag mal, diesen akzeptablen Zustand letztendlich verlassen haben, nicht? Und zu einer Existenzbedrohung von Betrieben führt. Ich erkläre hier mal für das Handwerk, weil Sie dies noch angesprochen haben und Ihnen das nicht deutlich genug erschien. Ich erkläre hier, dass die Gewerberaummieten sich in den letzten Monaten für uns zu einem großen Problem ausgewachsen haben, dass es also viele Betriebe gibt, die an uns herantreten, die also aufgrund der Forderungen von Vermietern letztendlich ganz ernsthafte Existenzsorgen haben, und wir akzeptieren das also als ein wesentliches aktuelles Problem. Also und wollen das nicht also reduzieren und wollen das also in ihrer Tragweite nicht reduzieren. Es ist auch ein ureigenes Interesse, und ich komme auf das nochmal zurück, was ich versucht habe darzustellen. Ein ureigenes Interesse des Handwerks, und das Handwerk, und das ist wieder etwas, was Sie ja auch hier im Hinblick auf Arbeitsplätze angesprochen haben. Das Handwerk ist ein beachtlicher Arbeitgeber. Ja. Und im Handwerk stecken, und ich muss den Ostteil der Stadt hier nochmal ansprechen, stecken erhebliche Reserven, wo schnell realisierbar Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und dies hängt nicht unerheblich von ausreichenden Gewerbeflächen ab. Und wir alle wissen hier am Tisch, wenn industrielle Arbeitsplätze geschaffen werden, dann dauert dies seine Zeit. Ja. Die müssen errichtet werden mit einem sehr großen Investitionsaufwand, sehr teuer, wird von heute auf morgen nicht gehen. Die mittelständisch strukturierte Wirtschaft und hier das Handwerk kann erheblich helfen. Deswegen sind wir so daran interessiert. Also ich muss dem nochmal entgegenwirken, dass wir das Problem als solches nicht anerkennen. Dem Plädoyer können wir uns ohnehin weitestgehend anschließen, nicht nur, weil auch der Einzelhandel, gerade der mittelständische, auch im Vergleich zu größeren Betriebsformen, ja enorm viele Arbeits- und Ausbildungsplätze bereithält. Nicht? Wir wollen auch dieses Thema nicht außer Acht lassen. Ja. Aber insgesamt, wenn wir nicht sehen würden, dass das im Moment eine existenzbedrohende Situation ist für viele Einzelhändler, und nicht sehen würden, dass hier im Moment gerade für den Einzelhandel Weichenstellungen erfolgen können, die langfristig die gesamte Struktur des Einzelhandels in ehemals Berlin-West kaputt machen können und in Berlin-Ost verhindern können, dass sich überhaupt gesunde, gemischte Strukturen, kleiner, mittelständischer, großer Einzelhandel herausbilden, dann hätten wir überhaupt keine Existenzberechtigung als Interessenvertreter der Branche. Also das sehen wir schon so. Wenn wir uns hier nur nicht hinlegen oder laute Schreie ausstoßen deshalb und das vielleicht nicht dramatisch genug rüberbringen, dann, weil wir seit Monaten, ich nehme an, die Handwerkskammer genauso wie wir, mit diesem Thema befasst sind, das beobachten, in Gesprächen stehen, teilweise auch in etwas komplizierten, wo es nicht nur mit brachialer Gewalt geht. Wir haben bei der Industrie- und Handelskammer, mit der wir als Verband auch eng zusammenarbeiten, Gesprächskreis gehabt mit Vertretern der Vermieterverbände, also Grundstücks- und Immobilienfirmen etc., und ihnen unsere Position deutlich gemacht, auch mal einen Anstoß gegeben, nachzudenken. Zocke ich jetzt ab oder will ich nun langfristig vernünftige, stabile Mitbeziehungen in einer interessant gebliebenen Lage? Denn die Lage wird ja nach und nach uninteressant, wenn sie so wird, wie ich es beschrieben habe. Das ist ja auch ein entscheidender Punkt, das vergessen Sie ja. Irgendwann geht dann keiner mehr da durch diese Steakhouse-Straßen. Ja. Nun wollen wir uns nicht immer daran festhalten, aber gut. Und damit verliert die Lage auch an Wert. Also was will ich haben? Will ich nun meinen Teil dazu beitragen, dass meine Lage gut bleibt? Wir wollen mal das Eigeninteresse in diesem Fall voranstellen. Und zweitens, die Stadt attraktiv bleibt mit vielen Subzentren. Und sie hat viele, gerade auch Spandau oder andere Orte in den ehemals westlichen Bezirken. Oder sind ja heute noch geografisch die westlichen Bezirke. Und sie braucht noch mehr Subzentren in den östlichen Bezirken, die wir nicht außen vor lassen können. Und wir sagen, die mittelfristige Lösung sind solche, und kurzfristige sind solche Ansätze, wie sie diese Senatsinitiative beinhaltet beim Bundesrat mit dem verbesserten Mietschutz. Ich muss das nicht alles nochmal aufzählen, eben gesagt wurde. Langfristig aber, und sonst brauchen wir nur keine Marktwirtschaft, langfristig ist die entscheidende Lösung des Problems wirklich für beide Bereiche die Schaffung von mehr Gewerbefläche. Das ist nun sehr nüchtern und undramatisch, aber da ist eigentlich auch noch sehr viel Arbeit zu schaffen. Ja, wenn wir auf die Zentren kurz mal, Sie seht ja mal, weil ich ein Fan bin vom Friedrichstadt Palast, und daneben steht so ein Neubau. Ja, ja. Und seit mehr als einem Jahr ist dieses Ding fertig, und die untere Etage, das ist glaube ich der erste Stock, da sind auch Mietwohnungen drin, die Wohnungen sind vermietet, nur die Gewerberäume nicht. Mhm. Seit mehr als einem Jahr wird versucht, diese Gewerberäume zu vermieten, aber die Miete ist anscheinend so extrem hoch, dass da kein Mensch reingeht. Das hat natürlich zur Folge, dass so eine Straße, weil wir sagten, so eine Straße muss interessant sein,
wie die Friedrichstraße, wo ja mehrere Theater sind, also eine, im Grunde genommen so eine Kulturmeile, im Grunde genommen verkrümmt, wenn man da abends, also ich war, als ich das letzte Mal in der kleinen Revue war, kam da raus, ja eigentlich tote Hose. Ich weiß nicht, was das soll noch. Weder ein vernünftiges Restaurant noch sonst was. Also ich könnte mir vorstellen, wenn da neben anderen Restaurant geht, braucht man es weniger Mal, damit man sich ein Essen bestellen kann, damit die mit der Miete in die Reihe kommen. Ne? Und das sind natürlich die Folgen. Wir haben es da also sehr krass eigentlich schon die Zukunft so vor Augen. Das Einzige ist, dass seine Bank noch hinpasst, die haben die finanziellen Mittel, aber das passt nun auch nicht dahin, damit haben wir keinen Spaß dran. Ja, die ganze Friedrichstraße verliert. Und so den Kudamm hier am Ende aussehen zu haben, ist natürlich nicht komisch. Aber gut, Sie haben mir nun klar gesagt, es gibt also Gesetzesinitiativen, dass da was getan werden soll, indem also der so ein Mietschutz drin ist. Wir haben auch festgestellt jetzt, dass die meisten Steuern vom Mittelstand kommen, die bringen also das meiste Geld in die Wirtschaft rein. Und falls, ich nehme an, es ist auch rübergekommen, dass sie auch die meisten Lehrstellen schaffen. Ja, das, ganz wichtig. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Ja, was machen sie noch? Dazu, ja, wollen wir. Dazu vielleicht noch eine Anmerkung. Ja, nicht zu den Ausbildungsplätzen ist ja ganz wichtig. Ne? Ein sehr wichtiger Faktor. Das Handwerk ist ja der größte Ausbilder gewerblicher Fachkräfte. Mhm. Besonders wichtig. Wir stellen ja fest, dass die Handwerkswirtschaft im Ostteil Berlins langsam Fuß fasst, in vielen Bereichen jedenfalls, im Baubereich. Wir stellen fest, dass es eine ganze Anzahl von Betrieben gibt, ja, die sagen, die Wachstumsbremse ist schon der Facharbeitermangel. Fachkräfte sind rar, da wo es richtig läuft, nicht? Da wo es richtig läuft. Und das ist also im Baubereich jetzt hier der Fall. Daran sieht man, wie wichtig also Ausbildungsplätze sind, wie wichtig Betriebe sind. Das ist also ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ein zweiter, den ich nochmal ansprechen will, das sind gesetzliche Regelungen. Auch da ist schon gesagt worden, also nur im vertretbaren Rahmen. Die Grundprinzipien, nicht, des hiesigen Wirtschaftssystems sollen ja nicht angetastet werden. Wissen Sie, wir würden uns sehr freuen, wenn der Gesetzgeber gar nicht tätig werden müsste. Wir können uns ja sehr wohl vorstellen, dass Vermietervereinigungen, wo Vermieter von Gewerberäumen zusammengeschlossen sind, dass die von selbst auf die Idee kommen, sich Beschränkungen aufzuerlegen, dass sie das über entsprechende Abfassung von Mietverträgen machen, dass es vielleicht auch solche, oder dass man sich an Vorgaben des Landes Berlin da, wo es also auch wirtschaftlich vertretbar ist, orientiert, dann wäre ja der Sache schon sehr geholfen. Es gibt ja andere Bereiche, andere Wirtschaftsbereiche, wo man dem Gesetzgeber zuvorgekommen ist, ne? Wo man dem Gesetzgeber durch eigenes Zutun zuvorgekommen ist. Denke mal im Versicherungsbereich, nicht? Da sind also viele Unebenheiten in den vergangenen Jahren sind ausgeglichen worden, nicht? Durch Versicherungsbedingungen, durch Änderung der Versicherungsbedingungen. Warum soll eigentlich sowas im Bereich der Gewerberaummieten nicht möglich sein? Dies wäre auch eine Möglichkeit, das ist ein Appell. Nicht? Also das ist ein Appell, nicht? Freiwilligkeit ist immer etwas Gutes. Wir wollen deswegen die gesetzlichen Initiativen hier nicht behindern. Aber wenn man über diesen Weg, Vermehrung des Angebots etwa, über diesen Weg der Selbstbeschränkung dahin kommen könnte, das wäre ganz gut. Also es wäre groß, aber ich kann nach den letzten Entwicklungen in Berlin, mir fehlt der Glaube daran, dass das möglich ist. Aber gut, kann man jederzeit unterschreiben. Wie alles, was in dieser Richtung dazu führt, dass wir zu vernünftigeren Verhältnissen kommen. Ich glaube, eine wesentliche Forderung, die haben wir noch nicht genannt, gehört mit hinein, gerade auch für Ihren Bereich, aber genauso auch für meinen, die Dauer von Mietverträgen. Nicht? Ein entscheidendes Problem ist, dass hier wirklich, und das könnte man durchaus auch staatlich reglementieren, dass Mietverträge von weniger als 5 Jahren Dauer eigentlich für die meisten Bereiche unmöglich. Das ist völlig uninteressant. Und vieles wird im Moment in Berlin hier angeboten für ein Jahr, für zwei Jahre. Ja. Also da investiere ich nicht und da wird kein normaler Mensch investieren. Das kann höchstens einer, der wirklich unwahrscheinlich schnell abzockt und dann kein Interesse hat, da weiter zu bleiben. Und
da muss man Einfluss nehmen. Also das Mindeste sollte sein, 5 Jahre Mietvertrag und 5 Jahre Option. Oh, da habe ich doch was Schönes. Das Mindeste. Das ist aber das, was also die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften praktizieren, was sie als Vorgabe, das ist die Pirot. Als Vorgabe bekommen. Ne? Ja. Und das ist ja auch ein Gesichtspunkt, der in dieser Gesetzesinitiative eine Regelung erfahren soll. Mhm. Das ist klar. Nicht? Jemand, der als Existenzgründer auftritt, nicht? Ja, Schulz, der kann mit einem Jahresvertrag überhaupt nichts anfangen. Nicht? Der kriegt aber Kredit. Wir kriegen sowas ja angeboten mit 6 Monaten und so einem Spielchen. Unakzeptabel. Ne? Ja. Ich kann aber noch mal eins muss ich noch sagen. Leider, ich kenne auch diese Pirot-Festlegung vom 16. Mai, habe die damals auch sehr begrüßt. Wir haben an unsere Mitglieder im Rundschreiben appelliert, uns mitzuteilen, ob es Verstöße gibt. Also ich habe die erst noch auf dem Tisch. Ich gehe von hier aus in den Bezirksamt von Pankow und werde da unter anderem dieses Thema ansprechen. Also es gibt auch Wohnungsbaugesellschaften, denen man vielleicht auch mit diesen Mitteln nochmal auf die Füße treten soll. Vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, was stand da in dem Schreiben von Piro drin? Das ist meines Wissens ist das aus dem Gespräch mit den Chefs der Wohnungsbaugesellschaften abgeleitet worden. Das ging vor allen Dingen um die östlichen Bezirke, 5 Jahre Mietverträge abzuschließen, mit 5 Jahren Option. Das sollte geschehen, unabhängig davon, ob man nun noch irgendwo den Alteigentümer sucht oder nicht. Den Eigentümerwechsel bricht ja die Miete nicht. Und das war ja noch ein ganz entscheidendes Investitionshemmnis hier in den östlichen Bezirken. Nicht, dass also Leute hier, und das würde jetzt aber die nächste Sendung schon wieder füllen, in diesen unmöglichen Ausschreibungsbedingungen der Treuhand entladen. Ja, da wollte ich hin. Ja, also dann lassen Sie mich ruhig einsteigen. Also Leute haben hier versucht, sich in der Existenz aufzubauen oder gar ihre zu erweitern. Einzelhändler im Rahmen der Ausschreibung ehemals staatliche Einzelhandelsobjekte zu bekommen. Das heißt, der Bruchteil des gesamten Kuchens, der überhaupt öffentlich ausgeschrieben wurde, auch das skandalös genug. Und haben also bei diesen ganzen widrigen Bedingungen, die da heißen, ich habe also eine Art Geschäftswert, der nun irgendwie geschätzt wird, zu zahlen und einen Aufpreis zu bieten, ohne dass ich weiß, wie hoch muss denn der Aufpreis sein, damit ich noch im Rennen bin und wann bin ich nun endgültig pleite. Ich muss die Ladeneinrichtung übernehmen, um sie nicht in jedem Fall, das wäre falsch, aber in vielen Fällen eigentlich nur noch teuer entsorgen zu können. Ich muss den Warenbestand übernehmen, bei dem im Großteil unverkäufliche oder schwer verkäufliche Ware dabei ist und ich muss, zuletzt gesagt, aber eigentlich ganz entscheidend, das Personal übernehmen und kann es 1 Jahr lang nicht kündigen, ohne Abfindungen zu zahlen, die so horrend sind, dass ich endgültig pleite werde. Nun hat einer all dieses sich bereit erklärt zu übernehmen. Wohlgemerkt, vielen unserer Mitglieder habe ich gesagt, dann, als sie mir ihren konkreten Wunsch zeigten, nimm die Finger da weg, lass das, vielleicht noch 80 oder 60 Quadratmeter, nicht? Und 5 Arbeitskräfte drin und dann noch Textilien verkaufen, unmöglich. Und hat er all das geschafft, ging er einen losen Mietvertrag suchen. Ja, und dann hat er ja nicht mal, wenn er diesen Zuschlag bekommen hat, übrigens eine Sicherheit, einen Mietvertrag zu bekommen. Denn das ist dann nur sein eigenes Problem. Und dann geht er los und dann bieten sie ihm an, ja, also ein Jahr, ne, 40 Mark pro Quadratmeter, unmöglich. Das muss dann irgendwo schon gegen das Gesetz verstoßen. So kann man ja nicht miteinander umgehen, dass man sagt, also erstmal kaufst du, berabst groß und dann musst du sehen, wie du mit der Miete klarkommst. Dann werden ja sicher im Klartext einige weit auf die Schnauze fallen. Das sind ja auch so die Forderungen. Ist das schon, was Betrüger? Also, dass man bei Eigentümerwechsel, nicht, dass also der Vermieter da noch für einen gewissen Zeitraum an dem Mietzins festgehalten wird, nicht, das erscheint aber, uns auch als sachliche, rechtfertigte Forderung. Ne? Überhaupt erstmal einen Mietvertrag zu kriegen. Und das war auch gelinde gesagt eine Sauerei, was da gelaufen ist. Ja. Aber gut, das waren eigentlich die gesamten Ausschreibungsregelungen der Treuhand mit diesen paar Läden, die nachher in Berlin überhaupt bloß ausgeschrieben wurden. Die Bedingungen waren einfach unmöglich. Und die konnten sich natürlich zurücklehnen und sagen, ja, wieso, das Haus gehört uns ja nicht. Also da muss man sich schon das können. Wenn wir nur nicht, wir haben ja Marktwirtschaft festlegen, dass sie da auch einen Mietvertrag kriegen. Ja. Nicht? Also ich kenne Fälle von Leuten, die haben den Zuschlag bekommen und dann einen Rückzieher gemacht, wegen der Tatsache, dass sie keinen vernünftigen Mietvertrag angeboten haben. Achso, sie mochten denn nicht? Oder, dann gab es ja noch genug andere Bewerber. Irgendeiner fiel dann rein oder auch nicht. Also super Kapitalkräftige konnten das vielleicht, aber viele sind wirklich reingefallen dabei mit solchen Läden, Schönhauser Allee oder anderswo, weil sie dann gesehen haben, nee, jetzt denke ich, ich habe alles geschafft und nun der nächste Schritt und da sagt mir die Wohnungsbaugesellschaft, tut uns leid, das war vor dem 16. Mai wohlgemerkt, da hat sich irgendwo, weiß ich, in Kleinfinsternich bei Uruguay hat sich da einer gemeldet, dem gehört das Haus, eventuell machen wir erstmal nur ein halbes Jahr oder ein Jahr. Da kann ich nur noch einen Rückzieher machen, das soll ja nun mit dieser Festlegung aufgehoben sein, ich hoffe auch, dass es eingehalten wird, dass die Leute vernünftige Mietverträge kriegen, was nichts daran ändert, aber wie gesagt, ist ein Thema für sich, dass die gesamte Ausschreibung unmöglich war, weil mit so vielen Risikofaktoren verbunden, dass es kaum sich gelohnt hat, eigentlich daran teilzunehmen. Viele Unternehmer, das war im Übrigen auch unsere Forderung. Ja. Wenn wir gesagt haben, da wo die öffentliche Hand Einfluss nehmen kann, nicht, dann haben wir auch die Treuhand gemeint. Und haben gesagt, also die... Sie sollten sich also auch an Zielen orientieren, die uns allen als Wünsche
wünschenswert erscheinen. Denn man muss ja eins sagen, wenn man das mal volkswirtschaftlich betrachtet, der Markt funktioniert nach Angebot und Nachfrage und führt zu Ergebnissen, die keiner wünscht. Ja. Nicht? Die keiner wünscht. Ja, und da muss schon also der Staat dafür Sorge tragen, da wo er Einfluss hat, regulierend einzugreifen. Man darf vielleicht noch mal bei dieser Gelegenheit betonen, nicht? Das ist eine Angelegenheit mit einem sozialen Touch. Nicht? Und wir praktizieren ja das System der sozialen Marktwirtschaft, für das also absolut der Staat auch verantwortlich zeichnet, da wo er Einflussmöglichkeiten hat. Und das betrifft auch die Treuhand. Das sind auch unsere Forderungen, mit der Treuhand zu verhandeln. Und wir hoffen, dass es da auch zu entsprechenden Ergebnissen kommt. Also die meisten sind die Hoffnung, für uns sind die Messen leider gesunken im Handel, was die Treuhandarbeit angeht, mit dieser Entflechtung, Privatisierung, die offiziell abgeschlossen ist, und ich muss sagen. Also beim Einzelnen ist es schon erledigt. Das ist im Wesentlichen gelaufen. Es sind auch große Erfolgsmeldungen da in die Zeitung gekommen, wo man mal sagen konnte, 80% der Läden haben wirklich auch noch die Eingeborenen bekommen, die Ossis, das waren dann so die kritischen unter 100 Quadratmeter. Ich will das nicht alles abwerten, da gibt es vielleicht auch ein paar gute Läden. Insgesamt ist das Ganze gelaufen, ist nicht zu unserer Zufriedenheit gelaufen. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, wir haben auf diese Entflechterei noch unter der de Maizière-Regierung versucht Einfluss zu nehmen. Man hat uns vielleicht wissentlich kaum hören wollen, dort bei der Treuhand noch mit der alten Besetzung, damals mit der neuen auch zu wenig darauf geachtet, dass man hier schon dazu beiträgt, dass sich Mittelstand, über den wir ja nun eingangs so ausgiebig sprachen, überhaupt kaum entwickeln kann im Osten und das im gesamten Osten. Also es betrifft nicht nur Berlin, das betrifft die neuen Länder insgesamt. Und da sind die Messen im Wesentlichen beim Einzelhandel gesungen. Der staatliche Handel hat per 30.06. der ehemals staatliche seine Handelstätigkeit eingestellt. Was bis dahin nicht entflochten war, wird jetzt noch angeboten. Aber entscheidend ist eben, dass in vielen Bereichen, gerade in Berlin, alles, was wirklich interessant gewesen wäre oder die Masse dessen, die guten Läden, der überhaupt nie öffentlich ausgeschrieben wurden. Die gingen ja nun weg, weil es alte Verträge mit den alten Direktoren oder Geschäftsführern dieser ehemaligen Kongress gab. Das ist eigentlich das Skandalöse, nicht? Ja, wenn Sie noch Hoffnung haben, ich drücke die da wo noch, also wo es noch etwas abzugeben gibt, nicht, dass auch auf eine entsprechende Kleinteiligkeit Bedacht genommen wird, nicht, damit also die Gewerbebetriebe Fuß fassen können. Nicht? Man kann schon sagen, dass doch die Leute, die nur auf die Treuhand schimpfen, zu großen Teilen recht haben, nicht in jedem Punkt. Irgendwo machen sie auch was YouTube, also ein bisschen was Twitter oder bei kleinen YouTube mehr recht. Das kann sowieso keiner sagen. Ich meine, dann gab es ja nun auch durch bestimmte andere Ereignisse bedingt eine Phase, wo man sich überhaupt jeglicher Kritik mal besser enthalten sollte, weil es dann irgendwie gleich politisch gewertet wurde, wenn man auf die Treuhand schilt. Wir haben eigentlich Treuhandschelte nie allein geübt als Verbände. Ich muss auch mal sagen, als Verbände, weil wir da mit allen Verbänden im Beitrittsgebiet eng zusammenarbeiten, auch einen gemeinsamen Sprecherrat haben. Wir haben immer mit der Schelte verbunden und sogar schon bevor wir überhaupt gescholten haben, die Hand ausgestreckt. Als Unternehmerverbände des Einzelhandels in den östlichen Ländern mit Unterstützung unseres Hauptverbandes in Köln haben wir gesagt, Kinder, wir müssen mehr und enger zusammenarbeiten. Wir wollen euch auch mal vielleicht darauf hinweisen, was da an Strukturproblemen entstehen kann, wenn man unbedacht versucht zu entflechten. Nicht? Ja. Aber das ist auch zu selten gehört worden. Und da ist doch mit einer gewissen Arroganz, nicht in allen Bereichen, aber doch generell drüber weggegangen worden. Und Berlin ist nun mal signifikant. Wenn 150 Läden ausgeschrieben werden von, 600, 700 im Non-Food-Bereich, dann ist das in meinen Augen schlichtweg skandalös.